Sicherheit war uns bei Volvo schon immer sehr wichtig. Und das seit den Anfängen unseres Unternehmens. Unsere Vision ist, dass es null Unfälle mit Beteiligung von Lkw von Volvo Trucks gibt. Denn natürlich wissen wir, dass viele Menschen bei Verkehrsunfällen getötet und verletzt werden. Und deswegen gibt es keine andere akzeptable Zahl als null. Wir wollen also alles tun, was wir können, um die Zahl der Unfälle und die Zahl der bei Verkehrsunfällen getöteten oder verletzten Menschen zu verringern. Wenn wir uns speziell Lkw ansehen, haben wir mit der Entwicklung unseres Sicherheitsfahrerhauses vor vielen, vielen Jahren den Branchenstandard für die Sicherheit von Lkw gesetzt. Echte Sicherheit entsteht einfach durch echtes Wissen. Damit wir also echte Sicherheit entwickeln können, und damit meine ich Sicherheit, die in realen Verkehrssituationen einen wirklichen Nutzen bringt, müssen wir wissen, wie die Unfälle aussehen und warum sie passieren. Und deshalb haben wir seit langer Zeit, genau genommen seit 55 Jahren, ein Unfallforschungsteam, das Unfälle untersucht, an denen ein Lkw von Volvo Trucks beteiligt ist. So können wir aus erster Hand erfahren, in welche Art von Unfall unser Lkw verwickelt war. Und wir analysieren Unfälle, um herauszufinden, was wir tun können, um die Situation für die Zukunft zu verbessern. So wurden über 1700 reale Unfälle mit Lkw von Volvo Trucks untersucht. Und zusätzlich wurden auch viele Statistiken analysiert, um noch mehr Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Lkw-Unfälle aussehen und warum sie passieren. Technologie ist natürlich grundlegend für die Sicherheitssysteme, die wir entwickeln. Sie ist in viele moderne Sensoren und fortschrittliche Systeme integriert, die wir in unseren Lkw verbauen und nutzen. Immer mit dem Ziel vor Augen, die Zahl der Unfälle und die Zahl der Verletzten zu verringern. Unfallstatistiken zeigen, dass der Faktor Mensch und Fahrfehler bzw. menschliches Versagen zu vielen Unfällen beiträgt. Genau genommen zu mehr als 90% aller Unfälle. Wir wissen aber auch, dass die Fähigkeiten des Fahrers und die Eingriffe und Maßnahmen des Fahrers viel mehr Unfälle verhindern, als sie tatsächlich verursachen. Deshalb wollen wir, dass der Fahrer die Verantwortung trägt. Wir wollen, dass der Fahrer seine ganzen Fähigkeiten nutzt, um zu vermeiden, dass er überhaupt in Unfallsituationen gerät. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass unsere Sicherheitssysteme und Fahrerunterstützungssysteme nicht dazu da sind, den Fahrer zu ersetzen. Wir wollen den Fahrer unterstützen und seine Fähigkeiten verbessern, damit in Kombination mit dem Fahrer und unserer Technologie mehr Unfälle vermieden werden können.